Ja, so hallo. Es war die Anfrage gekommen von Dominik. Der hat mich gefragt, wie kann man im Abfall vor Balle pressen. Dachte ich, das zeige ich euch dann jetzt. Erste Video wird hier jetzt über Gras. Und da ihr hier alles mit Abfallhelfer macht, könnt ihr das dann auch machen. Das hat ja einen stinknormalen Kurs ein. Zum Schwad oder Mähe. Und dann lasst ihr den Schwader beginnen. Müsst ihr hier, ich passe, nur mehr Geschwindigkeit. Bisschen höher. Presse steht hier unten. Die bringen wir dann hoch. Löschen. Und zwar können wir da dann der gleiche Kurs nehmen. Heißt bei mir halt 4 Top. Feld 4, Schwaderschere, Pöttinger, Top irgendwas. Deshalb heißt es halt so. Einstellen. Ja, schon richtige. Und dann drüber ein Flush. Einstellungen alle einstellen, dann fährt er hier jetzt den genauen Kurs nach. Wo der mit dem Schwader auch gemacht hat, das gut, weil wenn der Schwadet ein bisschen versetzt fährt oder so, fährt der hier ja dann auch versetzt. Bei der Kurve weiß ich, ob es da jetzt genau mitnimmt, aber werde man ja dann sehen. Er fährt selber. Geschwindigkeit. Ja, haben wir jetzt auch 420. Wenn wir hier anders einstellen. Im Schwader reicht es nicht ganz, weil er die eigene Achse hat. Aber wenn ihr selber einfahrt, könnt ihr anders machen. Oder ihr lasst vorne nochmal Rennwand machen und lasst ihn da dann auffahren. Könnt ihr dann einstellen, wie ihr wollt. So, dachte ich, machen wir eben jetzt gleich kurz mal die Lok. Hören wir den mal kurz runter. Und hängen wir jetzt Balleranhänger dran. Bleib stehen. Es sieht ein bisschen chaotisch aus. Hängen wir einen Balleranhänger dran, dann zeige ich euch gleich noch, wie ihr die Balle aufladen könnt. Wie ihr es vielleicht hört, den nehmen wir draußen auf. Mit dem richtig schön heiße, warme Wetter. Woanders schwimmen wir da eigentlich gar nicht hin. Auf dem Freibad. Es ist halt auch draußen. Hier sieht es überall chaotisch aus mit dem Gras. Das liegt halt da dran. Da ich der Abfallhelfer selber auch hier mehr lassen habe, ist es jetzt halt so. Also es war ja jetzt, bevor er ja noch mit den Wänden beschäftigt war, dachte er jetzt wohl, der wäre schon fertig. Nee, nee, war hier lieber. Eigentlich könnte man den ja jetzt da drüben runterlassen. Aber man muss jetzt hier nach links.
links. Das ist nur 2 Meter. Weil er eine Seite auflädt, dass es versetzt ist. So kann man eine schöne Erntekette fahren lassen. Just Big M oder irgendein Maverick halt mehr lassen. Dann Wände. Schwade, Presse. Nochmal 2, 1, zählt halt an. Frontdreieck lässt auch noch. Mach ich eigentlich keine Balle. Aus mit der Rundballerpresse, da gibt es ja keinen Anhänger, der im Game ist. Ja, aber jetzt sehen wir es ja. Ja, doch, jetzt entlädt der Wolf. Ball werden entladen. Dann schreibt er wohl nur hin, dass Ball entlade werde, dass mir mitkriegt, dass er voll ist. Müssen wir jetzt hier manuell entladen. Könnt ihr jetzt auch rausfahren, aber jetzt fährt er los. Ladefläche senken. Ja, dann habt ihr jetzt alles gesehen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig. Blöd, dass ich hier eine vorbereitet hatte, aber ich dachte, ihr wollt vielleicht auch wissen, wie das so geht, für die, die es nicht wussten. Und ja, bis zum nächsten Mal und haut rein.